haben wir hier eine Fensteraufnahme. Da nehmen wir TeamSpeak als Capture-Methode. Wo haben wir den? TS3-Client. Das Bild nehmen wir raus. Fensteraufnahme kommt an. Ein bisschen größer vielleicht. Eigentlich den Bildschirm füllend. Machen wir noch ein bisschen Text dazu? Ne, wir machen erstmal die Streamtitel. Wo ist mein Streamdeckfenster? Wo ist mein Stream Deck Fenster hin? Egal. Wir switchen auf Mixer, wir switchen auf Twitch. Und wir switchen auf Tita. Ist da auch Webshow? Nee, gibt es nicht. Gibt es da IRL? IRL. So. Sollte sich das auch aktualisiert haben alles. Langsam wird es voller. Wir haben 20 Uhr. Ich mache Musik leiser. Konnex ist da. Das brauchen wir mal. Wisst ich? Sodele. Wir fangen mal pünktlich an. Es ist genau 20 Uhr. Herzlich willkommen zum ersten Community Talk Cherry Reloaded. Mal gucken, ob irgendjemand dabei ist, der uns noch nicht kennt von früher. Wird wie immer so sein, der Chef spricht, der Rest ist ruhig. Wer was sagen möchte, Talkpower anfordern. Wie immer darf jeder frei werden, der lieber wegreden. Es wird keinen Einfluss haben, ob er eine Whitelist kriegt oder nicht oder sonst irgendwas. Ziel ist es ja, dass wir alle gemeinsam was auf die Beine stellen. Ja, um was wird es heute gehen? Das eine ist, ich gebe mal kurz einen Überblick, wo wir stehen mit der Portierung des alten Cherry Codes, was so noch zu tun ist, was geplant ist an Änderungen, was sich halt ändern wird gegenüber früher. Dann hatten wir ja gestern schon mal einen Arbeitsstand der Serverregeln in Discord gepackt. Vielleicht hat der eine oder andere drauf geguckt und hat die eine oder andere Frage. Ja. Das war es dann soweit. Ansonsten, das Wichtigste ist, wir werden am Samstag nochmal versuchen, einen größeren Sync-Test zu machen, um zu gucken, ob wir die Sync-Probleme jetzt alle im Griff haben. Also möglichst viele Leute aktivieren, die da drin mitmachen. Das wäre cool. Wo stehen wir denn mit der Portierung? Ja. Der Großteil der Portierung ist abgeschlossen, also das meiste der Funktionalitäten ist soweit portiert. Ich habe jetzt angefangen, mal die Fraktionen zu testen und die Firmenfunktionen mal anzutesten, soweit sie mir noch geläufig sind oder wie sie mal gedacht waren. Da werde ich auf die Tage auf ein paar Leute zugehen, die sich mit den Firmen und Fraktionen gut auskennen, das nochmal zu testen, ob das alles so funktioniert, wie es früher auch funktioniert hat. Also das ist erstmal das erste Ziel. Alles soll so funktionieren wie vor 2,5 Jahren, wie wir zugemacht haben. Und dann gucken wir uns an, was wir verändern und erweitern werden. Das betrifft zum Beispiel das Inventarsystem. Da wird es ein direkten Drop-System geben, das schon in Entwicklung ist. Das betrifft das ganze Waffenhandling, das wird sich verändern. Und solche Geschichten. Aber da sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten, was die Portierung angeht. Also die meisten, ich würde mal sagen, so bei
80 bis 85% der Funktionalitäten funktionieren schon wieder sauber. Und einige Dinge, die zum Ende von Cherry nicht funktioniert haben, funktionieren inzwischen wieder, wie zum Beispiel die Radarpistole von der Polizei und solche Sachen. Ja, so ein paar Sachen muss man noch angucken. Also gerade was Kleidung und Aussehen der Pads angeht. Also dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, dass die Parkwächter bei jedem anders aussehen. Solche Geschichten. Oder dass gerade, wie ich heute erfahren habe, die Friseure noch nicht sauber funktionieren. Das werden wir uns jetzt noch angucken. Ansonsten haben wir heute, denke ich, eins der großen Probleme mit dem Sync gelöst. Hoffentlich. Wie gesagt, das müssen wir halt nochmal angucken mit mehr Spielern auf dem Server als mit 10. Ob das dann auch so bleibt. Aber das sieht ziemlich gut aus. ja, wie gesagt, Inventarsystem machen wir neu. Da wird es ein Drag-and-Drop-System geben. Waffenhandling wird sich komplett verändern. Bevor dann gleich einer fragt, wird es Waffen geben? Ja, irgendwann zum Start. Nein. Und da halten wir es genauso wie damals bei Cherry. Für jedes Mal, wo jemand fragt, schieben wir die Waffeneinführung eine Woche nach hinten. Was gibt's noch zu sagen? Ja, genau. Wir werden entweder heute im Laufe des Abends oder morgen im Laufe des Tages die Registrierung im Forum aufmachen. Dann könnt ihr euch dort registrieren. Bitte beachten, im Forum herrscht Charakternamenspflicht. Das heißt, euer Forums-Nick hat bitte so zu heißen wie euer zukünftiger Charakter, weil das gesamte Forum bis auf der öffentliche Bereich in Charakter zu halten ist. In dem Zuge werden wir dann die Bewerbungen für die Fraktionsleitungen eröffnen. Also zum Start des Servers sollen das PD, vielleicht auch das SD, die Medics, der ACLS und Downtown Taxi besetzt sein. Wer Lust hat, eine dieser Fraktionen zu übernehmen, kann sich formlos dann im Forum melden. Und der Chor wird auf ihn zukommen oder sie zukommen und dann ein Gespräch führen. Also da muss man nicht erst lang ein Konzept schreiben, um dann festzustellen, das schmeckt uns nicht, sondern es werden erst Gespräche geführt und dann wird überlegt, wie weit man dann noch konzeptionelle Arbeit leisten muss. Auf jeden Fall solltet ihr eine Idee haben, wie ihr die Fraktion führen wollt, wie ihr das machen wollt. Wenn ihr euch da bewerben wollt, weil ist ja klar, wer schon mal auf ein paar Server gespielt hat, weiß, die Polizei ist immer an allem schuld. Also gerade Fraktionsleitung vom PD wird viel Prügel einstecken müssen. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also das wird morgen noch für das Tage passieren oder heute Abend noch, je nachdem, wie schnell Opa damit ist, den Mail-Server richtig zu konfigurieren, dass ihr euren Account auch aktivieren könnt und dann wird das Forum eröffnet. was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Whitelist-Verfahren, habt ihr ja vielleicht gesehen im Discord. Wird ohne schriftliche Bewerbung laufen, wird auch ohne großen Roleplay-Test ablaufen, sondern mit einer Probezeit. Heo Nordlichtgu. Ihr zu dem, was wir uns so vorstellen, was auf dem Server willkommen passieren soll oder auch nicht, ob das passt oder ob das nicht passt. Die werden wir aber erst öffnen, wenn wir einen Termin haben, wann wir live gehen wollen. Also ungefähr, denke ich mal, eine Woche oder zwei vorher. Damit wir nicht am ersten Tag komplett überrannt werden mit Whitelist-Anfragen. Habe ich was vergessen, Team? So genau, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Dann kurzer Community Talk. Ihr dürft Fragen stellen oder für immer schweigen. Keiner traut sich zu fragen. Zu wenige Leute da. Wer weiß. Okay, hat keiner Fragen. Ja, ist ja gut. Das ist ja ist immer gut. Dann wird das kurze Doch, da ist einer. Der Kiste. Ach du liebes bisschen. Dann schieß mal los. Und zwar mit dem Farm, ob wir das jetzt auch nochmal vorher testen sollen oder hast du das schon alles getestet?
mit den ganzen ja, Kartoffeln und sonst was, wo man halt die Werkzeuge für bräuchte, dass du da im beim Baumarkt nochmal das aufstockst irgendwie. Ja, also die Werkzeuge sind schon zum großen Teil leer gekauft gewesen. Ja, könnt ihr gerne testen. Ich kann da noch was reintun in den Baumarkt. Ob die, oh Gott, was ist mit meinen Sounds los? Dass das alles sauber funktioniert, bevor wir dann anfangen, die ganzen Spots zu verlegen und so. Also das könnt ihr, darauf könnt ihr euch schon mal vorbereiten, alle, die Altsherry-Spieler sind. Damit niemand einen Vorteil hat, wenn es da auf dem Server losgeht, werden die ganzen Spots natürlich verändert. Die NPCs werden woanders stehen, die Spots werden woanders sein, die Firmen werden woanders sein, alles wird woanders sein. Okay. Aber wie gesagt, testen könnt ihr das gerne alles und dann berichten, wenn es nicht sauber funktioniert. Der Herr Sommer will wissen, ob es nur Farmberufe geben wird. Nein. Also, Ziel des Servers ist nicht, dass er den ganzen Tag auf dem Feld steht. Also vom Konzept her ist es so vorgesehen, dass jeder Spieler quasi angesehen wird, als er hat seinen ganz normalen Beruf und das, was dann auf dem Server passiert, ist quasi das Roleplay drumherum. Das heißt, der Server geht davon aus, dass ihr jeden Job habt und Geld verdient. Das heißt, ihr werdet eine gewisse Summe an Sozialhilfe bekommen, die ihr euch auf dem Sozialamt abholen könnt. Davon könnt ihr sauber leben, davon könnt ihr sauber euch einkleiden. Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr euch einen Job suchen oder eine Firma gründen oder wie auch immer, irgendwie Geld verdienen. Das wird sich nicht auf Farmen beschränken. Ihr könnt auch die Müllabfuhr machen, ihr könnt die Garagen beliefern. Viele Dinge, die damals bei Cherry nicht aktiviert wurden, sind dann jetzt aktiviert. Sodass auf dem ganzen Server nicht das Geld verdienen und das geilste Auto im Vordergrund steht, sondern das Roleplay an sich. Wird es wieder Radio geben? Soweit ich gehört habe, gibt es einen Interessenten, der das Radio wieder machen möchte. Das ist eins meiner Lieblingsdinge gewesen damals an Cherry, die ich auch super gern implementiert habe. Wenn es da wieder jemanden gibt, der das Radio machen möchte, werden wir das auch wieder eröffnen. Ja, genau so. Selbes gibt es natürlich für die Clubs. Da gäbe es dann drei zu vergeben, das Bahama Mamas, das Vanilla Unicorn und den Nachtclub im Rockford Center. Und ja, wenn da jemand Lust hat, darf er sich dann auch gerne darauf bewerben und dann führen wir da ein paar Gespräche. Im Großen und Ganzen wird der Autohandel wieder so funktionieren mit, man muss das Auto bestellen, dann muss es importiert werden, vom Importeur halt zum Autohaus gebracht werden. Drumherum werden sich da so noch ein paar Sachen verändern. Und aber prinzipiell bleibt das Konzept so bestehen. Autohandel, Autoverkauf, Auto verkaufen, Autos kannst du jedem beliebigen, der deine Schrottkiste haben will von Rommelsburg, kannst du das andrehen auf der Straße oder ansonsten wird es auch wieder einen Autoexporteur geben, wo du deine alte Schrottkiste verkaufen kannst und dann vielleicht noch einen Cent für kriegst. Talk Power granted. Microphone activated. Charlie, schieß los. Hallo. Meine Frage würde sich darauf beziehen, ob dieses Flatbed bespielbar sein wird, weil dafür müsste man, glaube ich, was extra coden, dass das Autofahrzeug da hinten raufhebt, ne? Das hatte ich mir damals zu GTMP-Zeiten schon mal angeguckt. Das müsste man sich nochmal angucken, ob man das vernünftig gesynkt kriegt, ohne dass halt das Auto ständig runterfällt oder so, dann könnte man das bespielbar machen, ja. Okay, danke. Microphone muted.
Das war schon. Microphone muted. Okay. Talk power revoked. Sonst noch Fragen? Gehört denn irgendwie so ein bisschen dazu? Mir fiel noch ein, vielleicht das mit dem Perm, das nochmal genauer erläutern vielleicht. Nö, wieso? Das hat ja keiner danach gefragt. Dann so, brauchst du ja nicht erläutern. Haben es ja alle verstanden, was es heißt. Oder hat es jemand von euch nicht verstanden? Firmenkonzept erst nach der Whitelist? Nein, wenn du eine Idee hast, um eine Firma aufzumachen, kannst du die jetzt schon, erst jetzt schon einreichen und in die Gespräche gehen. Weil wenn das gegebenenfalls ein tolles, cooles Konzept ist, dass wir das dann direkt zum Start auch online bringen. Also sprich, da auch einfach entweder deinen Forum-Post schreiben oder direkt auf den Core zugehen, mit dem kurz schnacken. Ansonsten nach Serverstart wird es dann so sein, dass das alles in Character läuft. Also da wird es dann Sprechzeiten geben bei der Stadtverwaltung, wo man sich dann nackt ausziehen darf und erzählen darf, wenn man für eine Firma gründen will. Naja, bin ich gespannt. Ja, wenn sonst keiner Fragen hat und keiner Fragen zu den Regeln hat, dann ja, kurz und knackig. Jo, dann war es das da schon. Ist immer so schön, der Server wird irgendwann nach dem Community Talk wieder online gehen, wenn Opa Lust hat. Ja, Server geht gleich wieder on. Wäre cool, wenn noch ein paar Leute mit dem Synchrum testen würden, gerade wenn man schnell am Point of Interest vorbeirast und sowas. Da gab es immer ein paar Leck-Probleme. Dass wir sicher sind, dass wir das gelöst haben. Also ich mache gleich nochmal ein Update und dann könnt ihr noch ein bisschen testen. Da wir inzwischen die MLOs aktiv haben, solltet ihr nicht die Reconnect-Funktion benutzen, weil die MLOs nicht neu lädt, wenn ihr reconnectet. Und dann kann es sein, dass ihr durch die Welt fällt und dann habt ihr halt Pech gehabt. Ja, bergab und mit Rückenwind ist auch der Dilettant schnell, Herr Heberle. Lass mal schauen, Volt V-Release. Okay, wenn niemand mehr Fragen hat, dann den Taco-Wend, das müssen wir auch noch die Tage ausprobieren. Wo du mich daran erinnerst. Können wir die am Wochenende mal machen. Aber wenn sonst keiner mehr Fragen hat, dann ziehen wir das auch nicht unnötig in die Länge und schicken euch wieder in die hoffentlich Corona-befreite Welt. Okay. Dann würde ich mal gleich schauen. Die sagten was vom Server. Kishti, muss ich mich da whitelisten lassen oder kann ich da einfach so rauf? Ich denke mal einfach so, ne? Oder brauche ich da irgendwie einen Account? Nein, doch. Oh. Fair play, thanks for the 10T fuel. Thank you. Let me see. Ja, zum Testen hier, der hat doch gerade gesagt, der Server wird wieder angehen. Ich starte hier gerade Old V. Da soll wohl getestet werden dürfen. Schauen wir mal. Dann mal Text. Seid ihr eigentlich alle happy? Dann bleibt halt da sitzen und eidelt euch hier zu Tode. Fühl dich raus. Disconnected. So, Musik. Cherry is back. So, das haben wir. Fensteraufnahme machen wir auch. Spielaufnahme wird. Volt V Launcher? Nee. Volt V Launcher wird das nicht sein. Volt V Multiplayer? Der dat?
Okay. So, Borderless Gaming kurz aufmachen. Wo haben wir denn hier unser Multiplayer? Gib mir XP, gib mir XP. We do another giveaway. 500 Coins. Was, warum haben wir jetzt momentan hier? Wait a second. Why? It's all the same settings. Let me look. Größe anpassen. One second, Mr. ProMiner. Obere linke Ecke ist dann 780 Pixel. Y-Koordinate ist 0. Breite in Pixel ist 1920. Und Höhe ist 1080. It don't works as expected. Damn. I must rearrange my chats. One second. Can we do another crate? So, server. Cherry reloaded. Congratulations. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Ach, der ist noch gar nicht an. Das kann sein. Und wenn ich jetzt Reload klicke, nee, funktioniert sogar gut. Oh yes. You are right. It's a yes.
Wie ist der nochmal, Cherry Reloaded? Nein, doch. Oh. Thanks, fair play for the 10T Fuel. Elsewhere, yes. Ich mache jetzt noch eine auf. Offline, hallo Real Locutus. Warte, ich dachte, ich gucke mal ein bisschen. Dann ist klar, dass er nicht in der Liste auftaucht, ne? Wenn ich ja gerade aktualisieren sage. Okay. Dankeschön dafür. Dann machen wir den Text wieder an. Wir haben hier irgendwo so einen fetten Text. Cherry is back. Den schieben wir auch hier oben hin. Bisschen kleiner. Müssen wir mal gucken, haben wir hier irgendwo haben wir das schon mal. Dann drücken wir da, dann drücken wir da. Dann gehen wir mal auf den Titel hier. DRL bleibt. Aus Testing. Müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken. Wir können ja dann noch mal so ein Epic Skin Pack raushauen. Moment, drücken wir hier, drücken wir da. Ne, muss ich erstmal da reinklicken. Geht jetzt bis 1 bis 60. 1 to 60. Because it's more worth. Gucken wir mal da die Playlist. Gut. Ines Unusual, congrats. Epic Skin Pack, this is this.
Also würden wir jetzt noch eine halbe Stunde überbrücken müssen, dann würde ich selber schnell einen Testserver hochfahren und darauf connecten. Aber sonst ist die Zeit jetzt zu kurz. Man möchte ja wenigstens irgendwie ein Auto spawnen können und das ist im Normal-Modus, wenn man den Server jetzt runterlädt, dann ist das noch nicht mit drinne, dieses Kommando. Ja, alles gut. Wir können ja so ein bisschen reden. Ich bin ja auf Just Chatting und IRL, ne? See, I like trains, so I built a train for my stream deck. The text is this. Du kannst ja ein Paint müssen malen. Willst du nicht, oder? Malen, jetzt geht los. Macht er jetzt sogar, ne? Wenn du am Server spielen willst, muss ich so und so am TS sein und ein Voice Plugin gibt's am Discord. Okay. Das hat keiner gesagt. Ich wurde gelockt mit Unwahrheiten. Erstmal muss ich auf den Discord kommen, ne?
Erstmal die ganzen Sachen hier muten, damit ich nicht ständig Nachrichten kriege, wenn irgendwo einer was schreibt. So. Ja, danke. Habe ich gesehen. Ja, warte, machen wir die Fensteraufnahme anstatt Paint, machen wir Discord. Wo haben wir Discord? Hallo, Discord? Discord. So. Was hier? Waitlist-Info, Status, Pure Voice, speichern. Install, yes, wir wollen. Connected. Microphone muted. Insufficient permission. Ich komme da nicht rein. Gibt's ja gar nicht. Ich komme in den Streaming-Channel gar nicht rein. Aber gut, egal. So. In den Streaming-Channel. Ich dachte, wenn ich schon streame, dann setze dich mal in den Streaming-Channel. Aber ich bin halt ein normaler Pleb, ne? Hab ja hier nur Gastrollen. So, ist das Plugin denn aktiv? Jetzt habe ich aber das nächste Problem. Also ich habe TeamSpeak Version 3.3.2 und ich glaube, das Client oder Pure Voice, das will nicht. Ich habe es nochmal runtergeladen. Install. Fail to install it on. Retry as admin, ja. Ah, okay. Nee, das scheint es dann doch geklappt zu haben. Channel switched. Guck ich mich mal da in Streaming 1 rein. So. Ja, ich hatte das gar nicht offen, aber ich habe es wohl übersehen. Also scheint jetzt aktiviert zu sein. Zumindest sieht es so aus, ne?
Sieht aktiviert aus. DirectX 11 Emulator? Brauche ich doch hoffentlich nicht, oder? Okay. Machen wir hier mal Fensteraufnahme weg, machen wir mal Spielaufnahme weg, machen wir mal Bildschirmaufnahme an, schieben das Ding hier rüber. Regel Nummer 1, ganz wichtig, überfliegen wir das mal kurz in der Zeit. Irgendwo hier waren noch die Buttons zum Plus. Genau, das ist ganz wichtig. Und so, ne? Dann möchtest du eins aufs Maul. Ja! Okay, also so großartig ist das jetzt nicht abweichend von dem, was wir kennen. Best ever, best ever. Mann, hast du einen coolen Auspuff. Ja, ein paar kleine Schreibfehler, ne? Aber kein Mensch ist perfekt. Nee, sollte auch kein Vorwurf sein oder so, ne? Ist mir bloß so beim Lesen halt ein bisschen aufgefallen. Wie gesagt, kein Mensch ist perfekt. Dafür habe ich andere Sachen, die ich nicht so gut kann. Ne, also. Da bin ich mal gespannt. Hm.
Oh, das ist aber ein bisschen hart. Das kann ja ganz andere Gründe gehabt haben, ne? Dass du da gebannt wurdest. Finde ich ein bisschen hart. Aber ist halt Hausrecht, ne? Darf jeder selber bestimmen. Ich meine, es ist schon klar, ne? Wenn man jetzt die Community-Richtlinie von Twitch oder YouTube verletzt hat und dann gebannt wird, dann ist man wahrscheinlich auch der Falsche für Terry. Das verstehe ich schon, die Anlehnung sozusagen, dass die Regeln von Twitch und YouTube somit automatisch so ein bisschen auch für Terry gelten, ne? Also wenn du böse Worte benutzt, die man halt nicht benutzen soll, das N-Wort, ne? Zum Beispiel. Und so weiter, ne? Verstehe ich schon. Nussknacker? Ja, ja, genau. Achso, jetzt raff ich erst, was du meinst. Ich war schon mit den Gedanken ein paar Meter weiter. Ich hatte schon vergessen, was ich gesagt hatte davor. Nussknacker, genau das böse N-Wort. Jetzt habe ich es ja gesagt, oh mein Gott. Bestimmt bald Greta. How dare you? Oh. Community Talk, okay, das haben wir schon gelesen. Support, sollte ich ein technisches Problem haben oder Unterstützung benötigen, aus gegebenenfalls laufende AP-Situation zu beenden, bla bla bla. Okay, okay. Kennen wir. Oder soll man dann ganz laut rufen, ich muss mal zu den Göttern beten, Kappa. Das war jetzt nicht ernst gemeint, Leute, ne? Also. Deswegen auch mein Kappa. Ich muss mal zu den Göttern beten, das ist ja dann der Satz des Tages. Gut, haben wir schon mal die Regeln erfasst. Bin mal kurz im Himmel, genau. So, was haben wir hier noch? Ich meine, da hat Cherry ja einen Vorteil, ne? Die haben ja schon funktionierendes Serverskript gehabt, was bloß in Anführungszeichen übersetzt werden musste. Gehen wir wieder zum Discord. Achso, ich habe die Bildschirmaufnahme an. Okay. Machen wir die Fensteraufnahme.
for the lost and old ways. I must say. Well, there goes nothing. Yeah, I think so. 56 minutes. I think so. 55. Close prediction. Answer 55. RAM-Disk bearbeiten. Speichern. Okay. Was haltet ihr eigentlich von meinem neuen Emote hier? Oder besser gesagt, meinem neuen angepassten Logo. Profilbild. Sieht man, ne? Mit Photoshop da was drin gebastelt, weil die gab es ja auf dem Server damals nicht. Das ist ja noch ein Bild von Project 5 damals. Thematisch passend, ne? Ja, und das meinte ich. Also die ganzen Sachen, die schon existiert haben, die mussten ja bloß umprogrammiert werden auf den Alt-V-Client. Der benutzt ja doch leicht andere Kommandos, um dasselbe zu erreichen. Da bin ich mal gespannt. Das läuft gar nicht im Hintergrund, die Spielaufnahme. Moment. Sonst hättet ihr sehen können, dass ich hier schon in der Liste rumgescrollt habe. Aber ist bestimmt noch nicht da. Der Weirdo Kutos hat ja noch nichts gesagt. So ein bisschen würde ich ja noch testen wollen. Okay. War das jetzt nicht bei damals beim Cherry eigentlich auch schon so? Ich kenne das gar nicht anders von irgendwelchen Servern. Ganz ehrlich.
Ja, das finde ich störend. Da gebe ich dir recht. Christi. Da gebe ich dir recht, dass man erst in den Menü muss und so. Okay, willkommen allgemein. Ich bin leider kein Discord Nitro mehr, sonst könnte ich die ganzen schönen Animierten benutzen. Ein paar Animierte habe ich ja auch bei mir. Aber die kann ich leider nur bei mir benutzen. Wenn denn überhaupt. Wuchs. Skip, wir hören mal den nächsten. Da haben sich doch schon ein paar Leute hier eingefunden. Ein paar kommen mir sogar bekannt vor. Vom Namen her so. Irgendwie klingelt hier was. Onyx, ja, da klingelt auch was. Sepp Meier, Chandu. Da musst du erstmal drauf kommen, dass das hier Dampfwerk ist, ne? Das hatte ich schon wieder voll verpeilt. Ja, wenn man die Leute kennenlernt und die benennen sich dann um, ne? Kannst nicht alles im Kopf behalten immer. Abdichter kommt mir bekannt vor, ja. Vor allem 4095, als ob das irgendein Server schaffen würde, 4095 Leute da rumlaufen zu lassen. Ich glaube nicht. Vielleicht ein Epic mit 128 Kerne. Ja, oder bei Google. Ah, dass der nicht abspeichert, was ich hier ausgewählt hatte. Ja, so in der Zeit, wo wir warten,
gucken wir mal, was können wir denn noch schönes verlosen. Machen wir noch mal so eine Verlosung, so eine Crate. Ja, ich denke mal so 10 Minuten warte ich dann vielleicht maximal noch. Ansonsten teste ich halt irgendwann mal anders, das ist ja nicht so schlimm. Skip. Da gibt's noch mal eine Kiste. Hey, wake up. Ja, welcome. I don't say your name. It's better, I think. Ich weiß schon mal, wo ich nicht spielen werde. Mal hier die Fensteraufnahme ausmachen. Weiß schon mal, wo ich nicht spielen werde. Jetzt würde der ein oder andere sagen, hey, da sind doch 500 Leute unterwegs. I don't care. Ist ja jedem seine Präferenz, ob er da spielen möchte oder nicht, aber ich würde da nie spielen. Und andere Server fallen zum Beispiel schon raus, weil die allein auf Rage basieren. Und Rage von einem Hacker entwickelt wird, das muss ich denn nicht auf der Platte haben. Nope. Hier auf dem Freeroom-Server ein bisschen rumgucken. Benutzt eine ältere Version von Old V. Nee, den verbinden wir da nicht. Dirty's Map Editor. Freeroom Fun Script. Wo soll der denn sein? Den hier? Nein, doch. Oh.
Waffle Family, thanks for the 49 T-Fuel. But I don't think the 49 is higher than 49. Anyway, thanks for the donation. Ja. Das hier. Ich weiß ja nicht. Nee, mach ich nicht. Dann würde ich sagen, schade, dass das erstmal nicht klappt. Vom Namen her kenne ich Andy Sommer noch, aber was der gemacht hat und wie, wo, was, weiß ich auch nicht. Also der Name kommt mir bekannt vor. Nämlich schon 21.07 Uhr. Ich würde dann jetzt doch langsam Schluss machen. Sadly. Dann machen wir die Prediction mal zu. Close Prediction. Leider ist größer, 49 T-Fuel. Hence wäre no. Samstag ist ein größerer Test geplant. Dann schauen wir mal Samstag. Genau. Ist ja nicht schlimm. Ich will euch da auch nicht hetzen und so. Code D. Close Prediction. Code D. Close Raffle. Good luck, everyone. 3, 2, 1. Congrats, congrats, congrats. Yes, GG. Ich nehme das Kuscheltier. Ja, das will jeder haben. Okay, danke fürs Zuschauen. Thanks for watching, thanks for the follows, thanks for the donations. I'll be here tomorrow. What also to say? Nothing. See you all tomorrow. Bye bye, arrivederci, das wieder, ja, tschüss, auf Wiedersehen.